Saida, aufstehen! Komm schon, du musst zur Arbeit! Warst du wieder die ganze Nacht in der Matrix? Ich geh dann mal Frühstück machen. Heute rund 13 Mordfälle im gesamten Megaplex, davon 4 mit potenziell terroristischem Hintergrund. Und nun zum Wetter. In Kairo bilden sich von morgens bis zum Nachmittag... Was treibst du eigentlich online? Suchst du nach Arbeit? Nein, ich habe etwas über meine Krankheit herausgefunden. Anscheinend gibt es noch eine andere Person mit ähnlichen Symptomen. Sie lebt in Quebec. In der Nacht lichtet sich die Wolkendecke bei Temperaturen. Die Ärzte behaupten doch, dass die Ausprägungen bei Search individuell sind. Wie kann das sein? Ah, die Ärzte behaupten Dreck. Sie hat mir was erzählt von einer Elfenlegende, in der von Dornen, die durch die Haut wachsen, die Rede ist. Wie bei ihr und mir. Du sprichst bereits von ihr und mir? Sei vorsichtig, Karim. Keine Angst, ich bin erwachsen. Na dann, ich muss los. Vergiss bitte meine Schmerzmittel nicht. Und keine Para, die wirken nicht. Irgendeinen speziellen Wunsch, kleiner Bruder? Kamikaze wäre toll. Bliss ginge auch. Nee, ist klar. Ich gehe dann nach der Arbeit beim Staffer-Check vorbei und hol dir Ibu 800. Du bleibst bitte zu Hause. Ich will mir keine Sorgen machen müssen. Und leg das Deck mal zur Seite. Mach's gut. Ich räume hier was auf. In diesem Bistro ist hervorragend. Unser Arbeitgeber kümmert sich wirklich gut um uns. Und noch besser um seine Bürger. Wie? Sag bloß, du hast es geschafft. Yep. Ich bin nun offiziell Lone Star Konzernbürger. Gratuliere, Toni. Wie bist du denn da rangekommen? Ach, da gibt es so ein Gesetz, dass man nach 8 Jahren im Unternehmen Anrecht auf die Einbürgerung hat. Ich habe einfach wieder den Antrag gestellt und er wurde bewilligt. Jetzt kannst du mit deiner SIN überall hinreisen und du bist im Prinzip unkündbar. Hey, Saida. Da hinten, die Blonde beim Eingang. Hast du sie schon mal gesehen? Nein. Recht muskulös, die Dame. Schaut sich um, als ob sie jemanden sucht. Salam alaikum. Ich sehe Sie auch Piloten. Ist dieser Platz frei? Bitte. Neu hier? Ja, von Brüssel. Hey, willkommen bei Hit Team. Hast du was angestellt oder weshalb schickt man dich nach Ägypten? Nicht verstehen. Warten. Ich sette Lingua Soft. So, Verzeihung. Ich will die Landessprache lernen, darum lasse ich die Software nach Möglichkeit aus. Wie meintest du gerade? Die Heimat ist doch schön. Weshalb Ägypten? Europol hat die Lizenzen für Brüssel nicht weiter an Lone Star vergeben. Meine Einheit wurde daher aufgelöst. Außerdem... Ägypten ist doch schön. Gutes Wetter, leckeres Essen. Warst du hier denn schon im Einsatz? Bisher noch nicht. Bin heute Mittag erst angekommen. Der Kommandant meinte vorhin, ich soll mir zuerst mal das Konzerngebäude anschauen. Wie du schon sagtest, gutes Wetter und leckeres Essen. Das war es aber auch. Und ich muss es wissen, ich bin von hier. Pyramiden. Stimmt, Pyramiden. Ich bin übrigens Toni. Das ist Saida. Ich bin June. Sehr erfreut. Was könnt ihr mir so über das Einsatzgebiet erzählen? Kairo? Ist halt die größte Stadt der arabischen Welt. Vielleicht ist dir auf dem Flug hierher bereits aufgefallen, dass die Stadt aus 3 Ringen besteht. Der äußerste Ring gehört sozusagen den Reichen. Da reihen sich die Gated Communities aneinander. Ist echt schön dort. Von hohen Mauern umschlossene Traumwelten. Private Straßen verbinden diese Ortschaft mit dem eigentlichen Kairo. Die Straßen führen durch ein Stück Wüste bis zu den Checkpoints am Rand der Stadt. Lone Star hält Schneisen offen, damit die Reichen sicher durch die Randbezirke bis hier in die City kommen. Diese Randbezirke bilden den sogenannten 2. Ring. Ein dicht besiedelter Kosmos aus Armut, Seuchen und organisierter Kriminalität. Dieser gefährliche Bereich geht dann nahtlos über in den 3. Ring. Das graue Kairo.
Hochhaussiedlungen, Märkte und Fabriken. Hauptsächlich Mittelschichtsgebiet. Dieser umschließt dann die Innenstadt, die City von Kairo, die du hier aus dem Fenster siehst. Erinnert mich ein bisschen an Shanghai, nur dass die Schriftzeichen andere sind. Der Wolkenkratzer hier nebenan ist die Ares Macrotech Africa Zentrale. Der hier auf der anderen Seite gehört dem Global Sandstorm Konzern. Die Lone Star Zentrale ist zwar nicht so ein Wolkenkratzer, aber dafür hat das Gebäude diesen sternförmigen Grundriss. Auf dem Dach, falls du es noch nicht gesehen hast, sind die Helikopter stationiert. 10 Wasps und 5 Sikorsky Bell Peacekeeper. Unsere Arbeitsgeräte. Wie schnell sind die einsatzbereit? Sofort. Wir sind ja stets in Bereitschaft. Die entferntesten Punkte des Megaplex erreichen wir in spätestens 15 Minuten. Ich kann mir gut vorstellen, dass Einsätze hauptsächlich für den äußeren Ring geflogen werden. Für die Randbezirke ist sicher keiner zuständig. Also hier im Zentrum, in dem die Reichen des äußeren Rings arbeiten, möchte man nur international anerkannte Kompetenz mit so existenziellen Fragen wie Sicherheit betraut sehen. Darum sind hier unsere Kollegen von der Streife unterwegs. Außerhalb kümmert sich die städtische Polizei um die Bürger. Schön formuliert. Meine Worte kamen dir gerade nur so gestochen vor, weil ich Hocharabisch und nicht im ägyptischen Dialekt gesprochen habe. Da gibt es einen Unterschied? Klar. Ich helfe dir gerne beim Lernen der Sprache. Das wäre nett von dir. Instrumente? Statik bei 0. Rotoren und Treibstoff? Klar und check. Pilot geht jetzt auf Rigger-Kontrolle. Kommunikation? An. Bin bereit. 016 Zeta, bereit zum Start. Tower hier, verstanden. 016 Gamma, bereit zum Start. Startfreigabe für Zeta und Gamma. Schade, dass du deine Augen geschlossen hast. Wir fliegen gerade durch die sexy Mitsuhama Music Tridaeus. So sind die Bestimmungen. Ich muss zwischen den Wolkenkratzern auf Gridview bleiben und du darfst die Aussicht genießen. Scheint doch kein Fehlalarm zu sein. Die Kollegen in Paradise City haben gerade Feindkontakt gemeldet. Sie befinden sich im Gefecht mit 4 Kombattanten. Beeilt euch! Paradise City? Diese Gated Communities haben ihren Namen. Laut Anzeige brauchen wir noch 7,5 Minuten bis zum Ziel. Bist du verkabelt? Jupp. Wenn du eine Pause brauchst, sag Bescheid. Ich übernehme gerne. Bleib du mal bei der Kommunikation und den Waffen. Für das Fliegen bin ich zuständig. Schalte auf Außenbordkameras und geh auf visuell. Alles grau da unten. Von welchen Hologrammen redest du? Wir sind hier über Mittelschichtsgebiet. Ist halt nicht so bunt wie zu Hause. 2 Kombattanten konnten die Security überwältigen und Paradise City verlassen. Bewegen sich in einem Pickup Richtung Norden. Korrigiere. Sie verlassen die Straße. Fahren Richtung Nordost. Die wollen wohl nicht in die Checkpoints geraten. Gamma zur Sicherung nach Paradise City. Zeta, das Ziel verfolgen. Übertrage nun Zielmarkierungen. Ich sehe nichts in dieser Dunkelheit. Schalte mein Cyberauge auf Infrarot. Siehst du es jetzt? Die Staubwolke, die sich am Horizont in Richtung Stadt bewegt. Ja, wenn sie den Wellblechdschungel der Slums erreichen, sind sie für uns verloren. Gesonderte Vorgaben an Zeta. Ziel nicht ausschalten. Ziel soll festgesetzt werden, bis Bodeneinheiten eintreffen. Verstanden. Saida, ich will in hohem Tempo über ihn hinwegziehen, während du eine Salve aus dem RPK im Sand versenkst. Dann drehe ich scharf ab und fliege ca. 50 Meter über dem Wagen her. Und sollte sie das nicht überzeugen, schießt du eine zweite Salve direkt neben dem Wagen lang. Gut, wir haben sie fast erreicht. Noch weit vor der Grenze des Slums. Alles klar, Saida. Los geht's. Die halten nicht.
Ich schalte die Scheinwerfer und die Fokuslautsprecher ein. Hier spricht Lone Star. Sofort anhalten und aussteigen. Na gut, dann nochmal mit Nachdruck. Waffenoffizier hat eingeschränkte Sicht. Durch die Vollbremsung hat sich eine Staubwolke gebildet. Kein Problem. Ich fliege etwas näher ran. Sicht ist klar. Na also. Jemand steigt aus. Kommandant, empfangen Sie die Videoübertragung? Ich sehe sie. Eine weibliche Person scheint unbewaffnet zu sein. Warum nimmt sie eine Kampfhaltung ein? Ist die geistesgestört? Wir sitzen hier in einem Kampfhubschrauber. Siehst du das, Toni? Was? Um sie herum. Sowas wie leuchtende Schlangen. Wir stürzen ab. Abfang! Abfang! Was? Ich bin in der Regerkontrolle? Alle Steuer-Icons, ein Gedanken entfernt. Was ist mit Toni? Peacekeeper, Protokoll öffnen. Letzter Eintrag zum Kapitän. Hot Unplug. Ist sein Kabel gerissen? Peacekeeper, Cockpit-Lautsprecher an. Toni? Toni! Er meldet sich nicht. Was ist mit ihm? Peacekeeper, öffne das Kapitäns-Icon. Greife auf die elektronischen Daten seiner Uniform zu. Bitte Vitalinfos maximieren. Das kann nicht sein. Cockpit-Kamera öffnen. Na, Toni! Peacekeeper, alle Fenster schließen. Außenbordkamera an. Auf Wärmebildmodus. Die Hexe liegt hier am Boden. Wie... In dem Wagen ist noch jemand. Peacekeeper, APDS laden. Ziel erfassen. Feuer. Was machen die Verletzungen, Schwesterherz? Ah, nicht die Schulter berühren. Sorry, habe ich dich mit einer Donne berührt? Nein. An der Stelle tut es noch etwas weh. Wollte nur fragen, woran du die ganze Zeit schreibst. Ein Kondolenzbrief an Tonis Familie. Seine Leiche wurde gestern eingeäschert und die Urne mit seinen Überresten ist jetzt unterwegs zu ihnen. Eine Nachricht von Kommandant Mehdi Netschat. Bitte sogleich in meinem Büro erscheinen. Ich muss rüber in die Zentrale. Herein. Kommen Sie herein, Offizier El-Kadi. Setzen Sie sich bitte. Das hier ist Oberstleutnant Franduil Friedland, Kommandant der Arkaneinheiten Kairos. Herr Friedland hat einige Fragen bezüglich Ihres Einsatzes, bei dem Kapitän Van Dijk umkam. Guten Tag. Offizier, ich habe Ihren Bericht gelesen und die Aufnahmen gesehen. Ich möchte gleich zum Punkt kommen. Sie wissen ja, dass es sich bei dem letzten Ziel Ihrer letzten Mission um eine Magierin handelte? Ja. Eine mächtige? Nun, sie hat mit einem Schlag einen Star innerhalb eines Peacekeepers getötet und einen zweiten stark verletzt. Also ja, mächtig. Könnte Lone Star solche Leute gebrauchen? Wie bitte? Ob der Konzern Lone Star Security Service derart mächtige Magier gebrauchen könnte? Selbst für... Moment. In welche Richtung läuft das hier? Kommandant? Mit dem Kommandanten können Sie sich später unterhalten. Bitte antworten Sie jetzt einfach auf meine Frage mit Ja oder Nein. Ja. Sie haben also wissentlich eine wertvolle Ressource zerstört, obwohl Sie den klaren Befehl hatten, diese festzusetzen. Und dann auch noch so unkreativ. Sie haben neben einer Liquidation doch so viele andere Möglichkeiten gehabt, Offizier. Sie hat meinen Kameraden umgebracht. Was ist Ihnen denn wichtiger? Die Zukunft von Lone Star oder Ihre persönlichen Belange?
Ich spiele ehrlich gesagt mit dem Gedanken, sie vor ein Konzerngericht zu führen. Bei allem Respekt, Herr Oberleutnant, aber mit welcher Anklage sehe ich mich hier konfrontiert? Nun, fangen wir mal mit der Schmälerung potenzieller Gewinnerwartungen an. Und ich habe noch gar nicht über den von Ihnen verursachten beinahe Absturz des Helikopters gesprochen. Oder wollen Sie uns etwa weismachen, dass ein Fehler in der Elektronik eines Sikorsky Bell Schuld hat für Ihr langsames Reaktionsvermögen? Das wäre nämlich nicht bloß eine schlechte Ausrede, sondern eine ernsthafte Gefahr für die Konzern-PR. Wenn die Presse erfährt, dass einer unserer Piloten von fehlerhafter Elektronik spricht, die Aktienwerte fallen am selben Tag um mindestens 10 Punkte. Wie bitte? Ich habe da draußen mein Leben riskiert. Wir wurden von einem Marderball getroffen, der direkt vor uns explodierte. Ich handelte aus Selbstverteidigung. Sie handelten aus Rache. Oberleutnant, ich bin mir sicher, dass Sie und ich hier zu einer Lösung finden können. Offizier El-Kadi, bitte setzen Sie sich doch in den Vorraum, bis ich Sie rufe. Ja. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Oberleutnant. Mhm. Offizier, kommen Sie bitte rein. Was war das gerade, Kommandant? Meint er das ernst? Er will mich drankriegen. Dieser verdammte Wadenbeißer will Karriere machen, indem er mich von meinem Posten sägt. Ich muss mir jetzt genau überlegen, wie ich darauf reagiere. Ich kann jedenfalls nicht meinen Kopf für Sie hinhalten. Geht er über das Gericht und hat Erfolg damit, gehe ich mit Ihnen unter. Ich verstehe nicht. Bedeutet das, ich bin gefeuert? Sie zu kündigen würde ihn nicht ruhig stellen. Ich habe ihm folgendes Angebot gemacht. Es tut mir leid, aber Sie müssen sich einem psychologischen Gutachten unterziehen. Sollte sich dabei herausstellen, dass Sie als Pilotin Ihrem Arbeitgeber eine schwere Depression verschwiegen haben, werde ich Sie suspendieren. Das Ganze geht dann ein paar Tage durch die Medien. Ich werde den Ahnungslosen spielen und bin damit raus aus der Geschichte. Sollte Ihr Zustand beim Gutachten als unfragwürdig eingestuft werden, will er seine Drohung wahrmachen und gerichtlich gegen Sie vorgehen. So oder so, Ihre Karriere ist vorbei. Und Sie haben jetzt die Möglichkeit, mich mitzuziehen. Bitte treffen Sie die richtige Entscheidung, El-Kadi. Dann hätte der Oberleutnant, was er will. Scheiße. Versprechen Sie mir nur eins. Zahlen Sie es diesem arroganten Löwenzahnfresser heim. Machen Sie ihn fertig, Kommandant. Ich werde ihn und seine Abteilung auseinandernehmen. Ich bin Dr. Saladin. Verzeihen Sie die Verspätung, aber ich hatte noch einen Patienten, für den ich immer etwas mehr Zeit aufbringen muss. Meine Aufmerksamkeit gilt nun jedoch einzig Ihnen. So, erstmal können wir uns duzen? Sicher. Du bist also Pilotin und befürchtest, unter schweren Depressionen zu leiden? Ja, ich trage diese merkwürdigen Gedanken schon eine Weile mit mir herum. Außerdem sehe ich manchmal Dinge. Plötzlich sind sie da und dann bekomme ich auch noch diese Zuckung. Wie oft treten die auf? Sehr oft. Alle paar Minuten. Das macht mir große Schwierigkeiten bei meinem Job. Und diese Symptome verunsichern dich? Und das befeuert deine Visionen, die wiederum diese Autoaggressivität induzieren, nicht wahr? Teufelskreis nennt sich das. Genau so ist es. Ich muss gerade was in meiner Bibliothek nachschlagen. Du verzeihst, wenn ich nun einige Sekunden abwesend scheine. So, da bin ich wieder. Würdest du einer Simhypnose zustimmen? Eher nicht, nein. Alles klar, wir sind fertig. Ernsthaft? Das war kurz. Du bist medikamentensüchtig, Saida.
Und zwar so sehr, dass du eine Degradierung in Kauf nimmst, nur um an Tabletten heranzukommen. Was? Ich werde dich an unser Rehabilitationszentrum in Khartoum überweisen. Nach einer Kur evaluieren wir dann in einer weiteren Sitzung deine Arbeitstauglichkeit. Moment, ich bin nicht hier, um an Drogen ranzukommen. Ich... Wenn ich das hier nicht tue, verlieren noch weitere ihren Job. Saida, wenn du das hier tust, wirst du suspendiert oder zumindest degradiert. Ich bin ohnehin raus, aber so vermeide ich viel größeren Schaden. Für mich selbst und meinen Vorgesetzten. Das Ganze ist eine politische Sache. Ich werde Lonestar verlassen und sie, ich meine du, wirst mich danach nie wiedersehen. Die Konsequenzen trage ich alleine. Ich weiß zwar nicht, was diese Fleißbei im Lüftungsschacht meines Behandlungszimmers zu suchen hat, aber ihr User scheint eine Lonestar-Persona zu haben. Deine genauen Beweggründe kenne ich nicht, aber ich kenne diese Firma und glaube zu ahnen, in welche Richtung es geht. Ich spiele daher dieses Spielchen mit. Vorerst. Weißt du, Saida, was du da gerade von dir gegeben hast, wirkt doch recht ungewöhnlich auf mich. Irrational. Geradezu paranoid. Vielleicht sollte ich die Möglichkeit einer psychischen Erkrankung nicht vom Tisch weisen. Erzähl mir mehr von diesen Gedanken, die dich plagen. Das Leben in deinem Con-Apartment war schon schick. Ja, war es wohl. Was vermisst du am meisten? Alles. Wieder hier in Hiluan zu wohnen ist einfach nur... Ach, scheiße. Ich fühle mich wie eine Versagerin. Aber ich will dich nicht runterziehen. Du willst wissen, was ich am meisten vermisse? Das Riga-Kontroll-Implantat. Definitiv. Dass ich denen das Auge zurückgeben musste, geht so. Nur mit einem zu sehen, daran habe ich mich mittlerweile gewöhnt. Aber dass ich die Riga-Kontrolle zurückgeben musste, wurmt mich. Ich fühle mich so impotent. Ich glaube, ich kann es mir vorstellen. War das das Schlimmste während des Abschieds? Warum fragst du auf einmal diese Sachen? Weil du in diesem halben Jahr, seitdem wir aus der City raus sind, immer weiter abgebaut hast. Also, wenn du mit jemandem reden willst. Ich weiß, wir sind sonst nicht so miteinander, aber ich brauche dich. Ich weiß nicht. Komm schon, einfach reden. Vielleicht hilft das. Hast du noch Kontakt zu irgendwem bei Lonestar? Nein. Der Kommandant hat sich noch bei mir verabschiedet. Aber sonst... Ich hing auf der Arbeit nur mit Toni ab. Jeder hing hauptsächlich mit seinem Partner ab. Und die eine, die unsere Wohnung übernommen hat? June? Ja, die hat sich auch von mir verabschiedet. Wenn ich an diesen ganzen Vertragsscheiß denke, durch den ich am Ende durch musste... Würde mich nicht wundern, wenn ich denen in irgendeiner Klausel meine Seele verkauft habe. War das ein Scherz? Na, es scheint zu funktionieren. Erklär mir jetzt doch mal, warum du keinen Job suchst. Kannst du mit deiner Erfahrung nicht zur Konkurrenz wechseln? Zu Night Errant? Wie soll ich denn bei der Bewerbung den Grund meiner letzten Entlassung unterschlagen? Außerdem habe ich gehört, dass die Knights kaum selber einstellen, sondern lieber kurzfristig beauftragte Subunternehmer zu den Einsätzen schicken. Aber möchtest du nicht einen neuen Job finden? Ich weiß, die Arbeitslosigkeit hier ist hoch, aber du bist hochqualifiziert. Es ist so, als ob diese Trostlosigkeit um uns herum ein Teil von dir geworden ist. Du machst einfach nichts. Es ist dir also aufgefallen. Wie? Du kaufst nur noch dieses Billigzeug ein. Für wie lange reicht dein Geld noch? Weiß nicht. Vielleicht noch ein oder zwei Monate. Hiluan hat sich nicht verändert. Immer noch so dreckig und stinkig wie früher. Hast du das Swastika am Haus gegenüber gesehen? Keine Angst, Karim. Das richtet sich gegen Orks. Search ist für den Polyclub schlimmer und das weißt du. Wenn mir Familienmitglieder oder Bekannte über den Weg laufen, fragen sie mich ständig, ob ich schon was Neues gefunden habe. Einige sagen, ich soll mich bei Tante Umdania melden. Stimmt eigentlich.
Die ist doch Polizistin. Mittlerweile Kommissarin in Heliopolis, wie ich gehört habe. Lächerlich. Ich soll Wachtmeisterin werden. Ich hasse dieses korrupte Pack. Ich will da nicht hin. Ich will zurück in die City. Wusstest du, dass man vom Dach dieses Hauses die Skyline der Innenstadt sehen kann? Ja. Morgens, wenn der Smog noch nicht so dicht ist, erkennt man am Himmel manchmal Peacekeeper und sogar manche Wasps. Gestern habe ich geträumt, dass ich mit Toni im Starbistro sitze. Der Blick vom 21. Stock in der Nacht, wenn die ganzen Tridio-Werbungen am hellsten leuchten. Wen rufst du da an? Guten Morgen. Was gibt's? Tante Umdania? Ich bin es, Karim. Karim? Was soll das? Zoharas Sohn? Genau. Wie geht es dir, mein Junge? Was machst du? Was macht die Gesundheit? Ich habe gehört, du wohnst jetzt bei deiner Schwester. Geht es ihr gut? Alles bestens, Tante. Ich wollte fragen, ob da vielleicht bei dir auf der Wache gerade eine Stelle frei ist. Freie Stellen schreiben wir in der Matrix aus. Moment, suchst du etwa Arbeit für deine Schwester? Woher weißt du das? Ich werd dich! Ist das Saida, die ich da höre? Hi, Tante. Wie geht's? Saida, meine Süße. Warum rufst du mich nicht an? Die Familie nervt mich schon wegen dir. Jedes Treffen, jede Feier. Immer fragt man mich, warum ich dich noch nicht eingestellt habe. Bitte, mein Kind, komm einfach mal vorbei. Dann kann ich zumindest behaupten, dass ich meinen Teil erledigt habe. Siehst du, Saida? Schau es dir doch einfach an. Für mich. Kinder. Woher hast du eigentlich ihre Nummer? Ich habe mich gerade in Mamas Comlink eingeloggt. Seid ihr noch dran? Sie hat immer noch ihr altes Passwort. Komm schon, nur gucken. Hi, Tante. Ja, ich komme vielleicht später vorbei. Oder morgen. Großartig. Ich habe drüber nachgedacht, eine Woche Urlaub in La Bastille zu machen. Ich halte nichts von Urban Brawl. Das ist doch kein Sport. Urban Brawl ist der Schauspieler. La Bastille ist ein echter Wüstenkrieg. Ich will mich den Blue Scorpions anschließen. Die besiegt diese Saison keiner mehr. Sorry, Saki. Urlaub ist zurzeit nicht drin. Ali ist krank und Badre erscheint einfach nicht mehr. Ohne anwesende Mitarbeiter berechnet die Firma mir einen niedrigeren Ausgabensatz und es ist so schon kaum Geld für Ausrüstung da. Ach komm schon, ich will dann nur ein paar Nächte im Gothica-Club verbringen. Das klingt interessant. Ja sicher. Was ist los? Hab ich Mundgeruch? Jetzt hör mal zu, Chama. Ich habe zu Hause 8 Familienmitglieder, die sich darauf verlassen, dass ich mit etwas zu essen nach Hause komme. Ich habe mir meinen Arsch aufgerissen, um an diese Stelle ranzukommen. Solche Leute wie du, die nur weil sie die Nichte von jemandem sind, hier reinrutschen, sind genau das, was ich an dieser Stadt so hasse. Und falls du dich gefragt hast, weshalb niemand mit dir auf Streife gehen will, jetzt weißt du es. Lass dich nicht verarschen. Er versucht ständig, andere klein zu halten, damit sie keine Bedrohung für ihn werden. Ich habe selbst damit zu kämpfen, aber das lernst du noch. Alles klar, dann weiß ich ja Bescheid. Wenn du jemanden von der Familie triffst, sag ihnen bitte, dass ich dir diesen Job angeboten habe, ja? Die Uniform steht dir. Falls was ist, findest du mich im Büro am Ende des Ganges. Heliopolis ist schon eine Ecke schicker als Heluan. Na, was sehe ich denn da? Mein erster Fall. Hey, sieh da! Aufwachen! Ich schlafe nicht. Der Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit ist eine Ordnungswidrigkeit. Das sollten Sie doch wissen. Frau Wachtmeisterin, das ist doch... Hier! Riechen Sie mal. Oh, riecht nach Alkohol. Oh, muss verdorben sein. Haben Sie eine Sinn? Sicher, auf meinem Comlink. Sie können es überprüfen. Oh,
Mist! Die haben mir dafür keine Ausrüstung gegeben. Na schön. Das nächste Mal schlafen Sie bitte woanders. Hier laufen Familien mit Kindern durch. Die könnten bei Ihrem Anblick Angst bekommen. Das war rassistisch. Nur weil ich kein Mensch bin? Was kommt jetzt? Wollen Sie ein Trinkgeld? Ich habe nichts. Hier, sehen Sie. Schon gut, schon gut. Ich will nichts von Ihnen. Siehst du, so geht man mit denen um. Was? Mit wem reden? Ach, scheiß drauf. Einen schönen Tag noch. Haben die heute überwiesen? Moment, ich schau nach. Erb, ich habe hier einen Zahlungseingang von Hassoun al-Arab. Hey, endlich! Gratuliere, dein erster bei der Polizei verdienter Lohn. Und nur 2 Wochen nach Monatsende. Wie viel ist es? Genug, um den aktuellen Lebensstil aufrechtzuerhalten. Das kann doch nicht sein. Jeder weiß doch, dass Polizisten gut verdienen. Wenn ich wollte, könnte ich auch mehr verdienen. Aber dafür müsste ich so werden wie die anderen. Ach so, verstehe. Und das willst du nicht? Natürlich nicht. Weißt du noch, wie Papa ständig mit Geschenken heimkam? Stimmt. Die Sachen, die ihm die Leute im Stadthaus gesteckt haben. Was er nicht gebrauchen konnte, gab er uns. Und er tat dann so, als ob er uns die Sachen gekauft hätte. Du hast recht. Du solltest nicht korrupt werden. Findet man nicht in der Matrix Jobangebote? Ja, aber die Sachen willst du nicht machen. Nur unseriöser Scheiß oder Jobs, bei denen okkulte Fähigkeiten vorausgesetzt werden. Hey, du hast doch eine Pilotenausbildung bei Dogwagon gemacht. Dort könntest du dich doch bewerben. Die haben mich schon damals nicht übernommen. Warum eigentlich nicht? Meine Noten in den medizinischen Fächern. Ich hätte noch bei denen in die Technikwartung gehen können, aber ich wollte fliegen. Da gab es so eine interne Berufsplattform, über die ich den Job bei Lone Star gefunden habe. Voraussetzung war ein Pilotenschein und die Sicherheitsausbildung. Und beide hatte ich da schon in der Tasche. Zu der Zeit habe ich gar nichts mitbekommen. Das war, als meine Krankheit begonnen hat und Papa mich wegen den Drogen rausschmiss. Danke nochmal für alles, Saida. Kein Ding. Wir sind Familie. Ich weiß noch, als ich klein war, da hattest du so ein grünes Motorrad. Ich habe dich bewundert, weil du so cool darauf aussahst. Stimmt. Meine Yamaha Growler. Daran kannst du dich erinnern? Das ist bestimmt 15 Jahre her. Wo ist die jetzt? Ich habe sie bei einer Wette verloren. Eine befeindete Motorradgang hatte uns zu einem Weitsprungwettbewerb auf dem Schrottplatz herausgefordert. Gleich hier um die Ecke der. Als ich dann an der Reihe war, brach die Rampe unter meinem Bike ein. Du warst in einer Gang? Krass. Ich weiß ja gar nichts über dich. Hattest du auch einen Straßennamen? Einer nannte mich zu Beginn Streethawk. Dabei ist es dann geblieben. Aber viel interessanter ist, was ich danach gemacht habe. Taxifahren. 4 Jahre lang. Eines Nachts steigt so ein Executive-Typ in mein Taxi. Voll besoffen. Auf der Autobahn merke ich dann, dass wir von 2 Wagen verfolgt werden. Ich gebe etwas Gas und auf einmal zerspringt die hintere Scheibe. Die fing an, auf uns zu ballern. Ich jedenfalls dann Vollgas. Natürlich habe ich uns da rausgeholt. Am Ziel bittet mich der Typ um meine Nummer und gibt mir noch 300 Dinar Trinkgeld. Krass. Was hast du noch so erlebt? Warte, die Story ist noch nicht zu Ende. Der Typ war jedenfalls einer der Bodyguards des Botschafters der ADL. ADL? Allianz Deutscher Länder. Na, ich fahre das Taxi zurück zu meinem Chef, der mich wegen dem Schaden rausschmeißt. Paar Tage später bekomme ich einen Anruf von diesem Bodyguard. Er hat seinem Chef von mir erzählt und der wollte mich darauf als seine Chauffeurin. Was? In den 3 Jahren, die ich darauf für den Botschafter gefahren bin, sind wir insgesamt 11 Überfällen entkommen. In dieser Zeit konnte ich richtig Geld scheffeln. Mit dem Geld hatte ich eigentlich vor, mir ein Haus in Gizeh zu kaufen, aber Onkel Abu Amina hat mich abgezogen. Ich habe ihn mit dem Bau und allem beauftragt, weil ich keine Zeit dafür hatte. Irgendwann war er einfach weg. Mit 270.000 Dinar. Scheiße. Und was war mit deinem Job beim Botschafter? Er war es, der mir gegen Ende seines Mandates in Ägypten die Ausbildung bei Dogwagon besorgt hat. Vitamin B ist alles. Ja, so ist das. Fast schon egal, welche Qualifikationen man hat.
Wer könnte hier sonst noch einen Piloten suchen, ohne viel zu fragen? Niemand. Außer vielleicht Kriminelle. Und nein, sowas kommt für mich nicht in Frage. Was noch? Fahren? Taxifahren ist nicht besser als Polizei. Oder meinst du illegale Straßenrennen? Natürlich nicht. Das könnte ich mir eigentlich offen halten, falls gar nichts mehr geht. Und deine Waffenausbildung? Wie wäre es mit Security? Ich als Türsteherin? Was soll ich denn machen, wenn ein Troll an mir vorbei will? Obwohl, da fallen mir ein paar Sachen ein. Super! Du fängst in einem kleinen Lokal als Türsteherin an und arbeitest dich dann rauf zu immer besseren Einrichtungen. Dann gründest du irgendwann deine eigene Sicherheitsfirma und wirst Subunternehmerin bei Knight Errant. Klingt gar nicht mal so schlecht. Wie soll ich denn an einen Job als Türsteher herankommen? Welche Bar hat denn noch keinen Türsteher? Eine Bar, deren Türsteher am Krankenhaus liegt. Nein? Nicht in Ordnung? Mann, das Leben wäre so viel einfacher, wenn ich so wie du wäre. So, mir doch scheißegal. Wie die Helden in den 50er-Jahre-Yakuza-Filmen. Oh mei! Konnichiwa, Godzilla! Ich wäre da, glaube ich, auch eine Gangsterin. Mit noblen Motiven. Eine, die ihr Geld damit verdient, die anderen zu bekämpfen. Deren Gewissen sie abhalten würde, Unschuldige zu gefährden. Gibt es sowas? Nennt sich Shadowrunner. Bitte, was? Diese Ideologie, die die haben. Ich meine, wenn man es an sich ranlässt, wirkt es doch schlüssig, oder? Was für eine Ideologie? Das sind Terroristen. In den Nachrichten heißt es immer, sie wären Terroristen. Aber ist dir nicht aufgefallen, dass die Beweise immer so an den Haaren herbeigezogen wirken? Das macht doch nie wirklich Sinn, oder? Mir gefällt nicht, was du da sagst, Karim. Versteh mich doch nicht falsch. Terroristen sind der Abschaum der Zivilisation. Ich sage nur, Shadowrunner sind vielleicht nicht so, wie sie dargestellt werden. Die Medien gehören den Konzernen. Das stimmt wohl. Bei Doc Wagon meinten einige Kollegen, dass es Shadowrunner unter den Klienten gibt. Bei Lone Star gab es auch solche Gerüchte. Einige Stars meinten, dass es passieren kann, dass man gegen vom Lone Star-Konzern selbst eingestellte Shadowrunner eingesetzt wird. Was für eine kranke Welt. Und, wie gefällt dir der Job so? Ist ein angenehmes Leben, nicht wahr? Mir ist zu Ohren gekommen, dass du und Murat im Papyrus-Café die Getränke aufs Haus bekommen habt. Ich wollte ja zahlen, aber der Besitzer hat mein Geld einfach nicht angenommen. Schon gut, Saida. Nicht schlimm. Hat zwar ein paar Monate gedauert, aber du kapierst es langsam. Ich habe schon befürchtet, dich kündigen zu müssen. Das wäre in der Familie nicht gut gekommen. Kündigen? Weshalb? Man muss sich hier anpassen, weißt du? Hier läuft ein funktionierendes System. Ob es gut oder schlecht ist, ist eine andere Sache. Und wenn ich hier ein Zahnrad habe, das sich in die falsche Richtung dreht, dann macht das allen anderen Probleme. Okay. Du verstehst? Falls nichts weiteres ist, gehe ich jetzt auf Streife. In Ordnung. Saida, wenn du in dieser Welt die wenigen Vorteile nicht nutzt, gehst du unter. Haschisch? Von wo kommt das denn her? Antiquariat Aziz al-Dari. Alles mit Zeitung zugeklebt. Nein, keine Sorge. Unsere Abmachung steht. Das beruhigt mich. Das würde auch sonst meinen finanziellen Rahmen sprengen. Verstehe schon. Was? Das hier ist mein Turf, ein Auge. Verzieh dich. Muss ich erst deutlicher werden? Saida? Olaf! Ist schon in Ordnung, Herr Wachmann. Das ist eine alte Freundin. Was wird das hier? Wollen Sie unsere Vereinbarung kippen? Unsinn. Machen Sie sich da keine Sorgen, Herr Wachtmann. Wir sehen uns wie verabredet in 4 Wochen. Komm doch rein, Saida. Mensch, schau mal.
Mann, wie lange ist das her? 12, 13 Jahre. Und du bist um keinen Tag... eigentlich siehst du ziemlich alt aus. Mann, du siehst auch verändert aus. Warst du auf See? Was machst du so? Was ist das hier? Verkaufst du Drogen oder was läuft da mit Saki? So in der Art. Nein, ich habe ja ein paar Geschäftsmodelle probiert und von denen wollte halt einfach keines bisher so richtig anlaufen. Jetzt probiere ich es mit der Shisha-Bar hier. Was den Wachmann angeht, das ist eine andere Vereinbarung. Und was ist mit dir? Du bist Polizistin geworden, wie ich sehe. Ja. Ja, die Bezahlung ist mies, aber es reicht, um in Hiluan über die Runden zu kommen. Noch in Hiluan, ja? Weißt du, wenn dir dein Job nicht gefällt, ich suche zurzeit eine Kellnerin für mein anderes Geschäft. Eine Disco namens Activated Soul ist hier in der Nähe. Kellnern? Das könnte ich gut nebenbei machen. Du müsstest halt nur mit Alkohol arbeiten, falls das für dich in Ordnung ist. Klar, so religiös bin ich nicht. Weil du es bist, würde ich dir auch das Trinkgeld lassen. Cool. Setz dich doch. Was von den anderen gehört? Saida, bringst du uns bitte 4 Soybier und 3 Cola in Privatraum 2? Danke. Die Getränke bitte einfach auf den Tisch. 7 Getränke für 3 Personen? Unsere Gäste sind nur kurz raus. Falls der Plan nicht funktioniert, brauchen wir dringend einen, der uns da rausholen kann. Deckhead hat sich leider nach Nouakchott abgesetzt. Ich müsste erst jemand Neues suchen. Verzeihung. Chama, wir haben hier zu tun. Also. Ihr braucht einen Fahrer? Eigentlich, ja. Nein, kommt gar nicht in Frage, Olaf. Wenn ich da draußen meinen Arsch riskiere, dann will ich mich bestimmt nicht auf eine Kellnerin verlassen. Der Auftrag, um den es geht, ist groß. Eine Menge Geld ist im Spiel. Du müsstest uns vorher zeigen, dass du wirklich was drauf hast. Kannst du das? Sicher. Und das weißt du auch, Olaf. Na schön. Es gibt da eine Kleinigkeit, die Lee und Chroma gleich erledigen müssen, bevor der eigentliche Auftrag anfängt. Du kannst dabei sein und versuchen, Lees Vertrauen zu gewinnen. Olaf, das ist echt kein Spaß. Sollte der Scheiße auftauchen, dann brauchen wir jemanden mit echten Fertigkeiten. Keine Sorge, der taucht nicht auf. Du musst ja nicht mitkommen, Lee. Das erledigen Chroma und ich schon. Verpiss dich, sonst gibt's auf die Fresse. Was ist hier los? Ah, die Herren sind zurück. Machen Sie sich keine Sorgen, das ist nur eine unserer Kellnerinnen, die noch nicht wusste, dass Lee hier seine Cola ohne Eis mag. Genau, ohne Eis. Kellnerin, ich will mich später mit Ihnen hierüber unterhalten. Ja, Chef. Kommt nicht wieder vor, Chef. Guten Morgen. Morgen. Dachte ich mir doch, dass du noch wach bist. Was gibt's? Meine Schicht im Club ist gerade zu Ende und ich soll noch eine Kleinigkeit erledigen. Dachte, du leistest mir auf dem Weg dahin Gesellschaft. Ich hoffe doch, du hältst dein Comlink gerade nicht am Ohr, sodass es jeder sehen kann. Nein, ich spreche über das Headset. Außerdem, wer will denn schon ein billiges Metalink abziehen? Es geht um die Daten. Damit kann man deine Identität rekonstruieren. Was musst du eigentlich erledigen? Der Chef schickt mich zu einem Parkhaus, wo ich sein Auto nehmen und damit paar Bekannte von ihm abholen soll. Ist zwar nicht Kellnern, aber du weißt ja, wie das läuft. Nein, keine Ahnung. Hey Süße, kannst du mir sagen, wie spät es ist? Hinterher!
Aida, was ist los? Alles in Ordnung? Ja, ich denke, ich bin jetzt aus deren Gebiet raus. Ich dachte, Heliopolis ist sicherer als Hiluan. Nirgends ist es sicher. Ich hätte von Glück sprechen können, wenn die mich nur ausgeraubt hätten. Ein Metalink und ein Credstick mit 34 Dinar war mein Leben gerade wert. Ist dieses Parkhaus noch weit? Laut Comlink-Display sollte es gleich da vorne sein. Du hättest ein Taxi nehmen sollen. Ach, das bisschen Frühsport. Ich sollte eigentlich zurück, um mich bei den Jungs bedanken. Da ist es. Ich glaube, ich sehe einen Nachtwächter in der Parkhausleitstelle. Infrarot vermisse ich gerade. Sobald ich mir ein Cyberauge leisten kann, hole ich es mir. Mit IR? Oh ja, mit allem drum und dran. So, hier sollen seine Autos angeblich stehen. Dein Chef hat mehrere Karren? Mal schauen, welcher von denen anspringt. Hervorragend, der Honda da vorne. Ein Traum. Diese Schalensitze, das kühle Kunstlederlenkrad, das gedämpfte Licht der Armaturen. Soll ich euch beide allein lassen? Kannst du gerade mal recherchieren, wie man bei einem Honda 3220 die Sprachkontrolle aktiviert? Moment. Honda 3220. Sprachaktivierung. Da. Oh, einfach okay Auto sagen. Warte mal, die Adresse habe ich im Comlink notiert. Okay, Auto. Zieleingabe. Kairo, Mahdi, El-Kara Straße 87. Modus deaktivieren. Und jetzt heißt es warten. Ich frage mich, ob ich an der richtigen Adresse bin. Es ist so still hier. Wie sieht es da aus? Eine Seitenstraße. Relativ sauber. Einige Mehrfamilienhäuser, eine kleine Müllhalde. Weiter vorne ist eine Moschee. Die Lichter sind an und das Tor steht offen. Es ist kurz nach fünf. Bestimmt beten die gerade ihr Morgengebet. Scheint so. Da kommen gerade ein paar Leute raus. Als ich klein war, hat mich Onkel Abu Amina häufig morgens mit in die Moschee genommen. Das vermisse ich irgendwie. Die kühle Luft. Die Leute sind viel zu müde zum Quatschen. Marschieren nur still nebeneinander her. Steht da auch ein Bettler am Tor? Nein. Doch, da stellt sich gerade einer hin und streckt die Hand aus. Was mache ich hier eigentlich? Obwohl, wenn ich nicht gebraucht werde, ist das vielleicht ein gutes Zeichen. Wie meinst du das? Ich dachte, du sollst wen abholen. Da passiert gerade was. Was? Was passiert da? Ein Typ in Imamkluft ist aus der Moschee gelaufen und zeigt auf eine Zwergin. Er ruft was. Sie fängt an zu laufen. In meine Richtung. Oh, der Bettler ist zu dem Imam gesprungen und hat ihn mit der Faust in den Nacken geschlagen. Das ist ja Lee. Karim, ich muss auflegen. Was? Chroma? Los, fahr los. Es ist schiefgelaufen, Chroma. Ich bin am Eis vorbei und habe die Daten vom Host kopiert. Wie beim letzten Mal. Ich verstehe es nicht. Was ist das da hinten? Wo? Im Rückspiegel sehe ich eine komische Wolke, die sich mal sanft und mal hastig bewegt. Ein Djinn? Vermutlich ist es nur ein freies Luftelementar. Der scheint uns zu verfolgen. Doch nicht so frei. Ich fahre auf die Autobahn. Da hänge ich ihn ab. Nein, fahr hier runter, zum Niltunnel. Okay, Boss. Scheiß Laster! Fahr endlich zur Seite, Mann! Nee, der Geist! Ach, nee! Was zum... Er hat sich aufgelöst. Die Todesgrade, die ich ihm verpasst habe, hat ihm wohl gereicht. Das heißt wohl, dass der Scheich doch dort war. Und was bedeutet das jetzt? Ärger. Thank you.
Was war das eigentlich genau für eine Aktion heute Morgen? Selbstverteidigung. Dir ist sicher aufgefallen, dass dieses Gebäude mal eine Moschee war. Einige Fundamentalisten machen mir Schwierigkeiten deswegen. Die sind der Überzeugung, dass dieses Haus heilig ist und wir es schänden. Ich muss ihn daher von Zeit zu Zeit in die Karten schauen. Diesen Club werde ich sicherlich nicht an ein paar Clowns verlieren. Weißt du, bevor ich das Activated Soul gekauft habe, war ich selbst viele Jahre als Gast hier. Kurz nach unserer Zeit in der Motorradgang ist etwas in meinem Leben passiert, durch das ich Fähigkeiten erlangte, die mir zu Beginn viele Probleme bereitet haben. Aber ich lernte, mit ihnen umzugehen, sie geheim zu halten und auch Geld mit ihnen zu verdienen. Es waren gefährliche Jobs, doch ich wurde immer besser und konnte immer mehr für meine Dienste verlangen. Viele Freunde starben bei dieser Arbeit und ich hatte unglaubliches Glück. Verstehst du? Ja, ich weiß, wovon du sprichst. Ich war Runner und arbeitete im Auftrag der Konzerne, um gegen wiederum andere Konzerne vorzugehen. Doch heute lasse ich hauptsächlich meine Connections spielen, um für Freunde gute Aufträge an Land zu ziehen. Da wir gerade beim Thema sind, ich möchte gleich um 9 mit allen den Auftrag durchgehen. Du hast den kleinen Test heute Morgen ja bestanden. Also kannst du dabei sein, wenn du willst. Ich weiß nicht. Ich hatte einen guten Freund, Toni. Er ist vor einem Jahr gestorben. Wenn er wüsste, was ich gerade mache, dann wäre er sicherlich enttäuscht von mir. Das tut mir leid. War Toni auch ein Polizist? Ja. Ich will dir was erzählen. Den meisten der hier anwesenden Gäste geht es bloß darum, reich zu werden. Doch lass dir gesagt sein von jemandem, der es weiß. Hast du erstmal einen Berg voll Gold, so willst du nur einen zweiten. Du fühlst dich also mit Reichtum nicht wirklich besser. Einige der hier Anwesenden gehören jedoch zu einem anderen Schlagrunner. Sie folgen einem Ideal, einer Überzeugung. Die meisten von ihnen sind Antikapitalisten oder Ökos, die das System von innen heraus korrumpieren wollen. Punks halt. Es gibt da aber auch nochmal andere. Diejenigen mit einem ganz persönlichen Motiv. Ich weiß gar nicht, was mein Ziel ist. Ich muss zugeben, dass es mich auch nach Reichtum verlangt. Ich will ein Leben mit Technologie. Ich möchte durch sie die Grenzen dieses Körpers durchbrechen. Als ich vor kurzem anfing, es langsamer angehen zu lassen, stellte sich eine Leere in mir ein. Ich ging zu einem Bekannten, ein Schamane. Er erklärte mir, dass ich meinem Ich noch nicht die richtigen Fragen gestellt habe. Er half mir, diese zu finden. Als ich diese Fragen dann hatte, kamen die Antworten von selbst und mir wurde klar, was mich im Leben wirklich glücklich macht. Ich habe mittlerweile eine deutliche und klare Vorstellung von dem, was ich sein will. Von meiner Zukunft. Welche Fragen sind das? Die sind sehr auf die Person zugeschnitten. Sie sind sozusagen bereits in dir drinne. Bei mir waren es folgende 3. Wohin hat dich dein Leben geführt? Wie ist die Welt aufgebaut? Und was liebst du? Und was hast du mit den Antworten gemacht? Nun, zum Schluss war da ein Wort. Die Schnittmenge aller Antworten. Es beschreibt meine Identität und ich halte es mir stets vor Augen. Aber das wird mir zu persönlich. Wir müssen zur Besprechung des Runs. Hier, nimm die Pistole. Eine Ruger Thunderbolt. Damit kann ich umgehen. Außerdem wäre es klüger, wenn ich dich von nun ab wieder Street Hawk nenne. Je weniger man in den Schatten über dich weiß, desto besser. Step into the wonder.
Guten Morgen. Saida, schick siehst du aus, Liebchen. Und du hast ein neues Auge. Ja, danke. Karim rief vor ein paar Wochen an und meinte, dass du nicht wieder zur Arbeit kommst. Das hättest du mir doch auch selber sagen können. Leider nicht. Ich war unterwegs. Bin aber auch nur hergekommen, weil ich mich persönlich für alles bedanken wollte. Kein Ding. Du warst zwar manchmal etwas kompliziert, aber ich kenne dich ja. Hast du denn was anderes gefunden? Das habe ich. Und es ist fantastisch. Sie hörten Arabischer Sprawl, ein Shadowrun-Fanhörspiel. Arabischer Sprawl ist ein inoffizielles Fanprojekt und kein Produkt der Catalyst Game Labs oder der Topps Company. Die Topps Company Inc. besitzt die Markenrechte an dem Spiel Shadowrun. Alles Nicht-Proprietäre an diesem Projekt ist unter Creative Commons lizenziert und kann bei Bezug zu diesem Projekt frei verwendet werden.